Hallo, mein Name ist Elisabeth Weixler. Ich arbeite im Marketing für das Universalmuseum Joanneum zusammen mit drei Kolleginnen. Und wir sind zuständig für die Bewerbung aller Häuser, die zum Joanneum gehören. Wir kommunizieren all das, was wir machen, gebündelt in einem Monatsprogramm, das wir 10-mal im Jahr herausbringen, im Sommer eine Doppelausgabe und im Winter. Für September schaut es so aus, weil wir den Schwerpunkt auf das Jubiläum, den Geburtstag des Kunsthauses setzen, 10 Jahre Kunsthaus. Und dazu haben wir uns ganz viele Aktionen zusätzlich noch überlegt. Zum Beispiel werden im Vorfeld zur Geburtstagsfeier Pfeile auf den Straßen und öffentlichen Plätzen geklebt, die erinnern sollen an das, was alles schon im Kunsthaus passiert ist, an die Künstler, an die großen und bekannten und nicht so bekannten, alle Künstler, die im Kunsthaus schon zu sehen waren. Und das ist so wie hier am Cover des Monatsprogramms. Eine weitere Aktion sind so kleine Aufkleber, die wir in der Stadt streuen, weil wir auch 10 Tage freien Eintritt ins Kunsthaus anbieten, vom 22.09. bis 3.10. An meiner Pinnwand hängen 2 Plakate. Hier sieht man das Sujet der Ausstellung. Das war die Ausstellung von Werner Reiterer im Kunsthaus, weil es meine Lieblingsausstellung ist und weil das Sujet einfach meiner Meinung nach sehr ansprechend ist und auch Humor hat. Und dann hängen noch Luftballons zu 10 Jahre Kunsthaus, die wir gerade geliefert bekommen haben, und ein Foto von meiner Tochter. Mir ist zu der Frage nicht wirklich was eingefallen, und dann haben mich meine Kolleginnen aufmerksam gemacht, dass meine typische Handbewegung die ist: Bitte nicht jetzt!